Ein Leopard als Hauskätzchen. Ein Braunbär als Spielkamerad zum Toben. Und ein Luchs an der Leine. In Russland boomt der Markt mit Wildtieren für die eigenen vier Wände. Bestellt wird ganz einfach über das Internet. Der Gepard ist der teuerste. Der Löwe der billigste, weil die Kosten fürs Futter so hoch sind. Doch für viele dieser Tiere endet das Leben hinter Gittern. Ein Herrchen und seine Katze auf dem Weg zur Arbeit. Alex und sein Leopard Cäsar verdienen ihr Geld mit Fotoshootings. Die sibirische High Society liebt Bilder mit exotischen Raubkatzen. Bist du aber schwer, Cäsar? Ganze 70 Kilo. Ja. Oh ja. Früher war Alex mal Tierpfleger. Doch als er mit der Arbeit im Zoo aufhörte, wurde sein Schützling plötzlich krank. Also nahm er ihn kurzerhand bei sich auf. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Die Laune ist gut. Warum? Uns steht ein Fotoshooting bevor. Mein Kater hält das aus. Er ist gut sozialisiert und ist Menschen gegenüber friedlich. Ihr Arbeitsplatz heute, ein Fotostudio am Rande der sibirischen Stadt Tjumen. Auftraggeber ist ein wohlhabendes Paar, das sich für das private Familienalbum etwas Ausgefallenes wünscht. Oberste Devise für sie jetzt, bloß nicht bewegen. Schließlich hat das tierische Topmodel einen Ruf als glänzender Jäger. Der Fototermin eine Gratwanderung, der Hauptdarsteller ein rastloser Geselle. Ihn aufzuhalten, würde nur seine Angriffslust wecken. Bilder mit Raubtieren stehen bei den Kunden hoch im Kurs. Sollen sie doch Mut, Tapferkeit und Unerschrockenheit demonstrieren. Diese Geschäftsfrau entdeckte ihr neues, wildes Accessoire auf Alex' Instagram-Account. 50.000 Follower hat er bereits. Nach 15 Minuten ist das Shooting vorbei. Der Preis? Geheimsache. Die Nachfrage trotzdem riesig. Genau wie Alex' Warteliste. Das ist einfach eine interessante Erfahrung. Bei uns in Sibirien gibt es nur Braunbären. Und hier so ein Kätzchen. Ein großartiges Erlebnis. Vor seiner Zeit als Tierpfleger war Alex auch schon mal Fallschirmspringer. Er liebt den Nervenkitzel und lässt seinen Kater von der Leine. Bleibt da, damit ich euch im Blick habe. Es sieht so aus, als wollten sie unser Leben riskieren. Ja, das ist auch so. Ich stehe aber in der richtigen Entfernung zum Tier. Und ihr bleibt auch schön weit weg von ihm. In dem Moment, wenn er versucht, irgendwas zu machen oder sich in eure Richtung bewegt, werde ich ihn aufhalten. Ganz einfach. Gab es schon mal Zwischenfälle? Nein, noch nicht. Wenn es die gegeben hätte, würde ich hier nicht mehr stehen. Also, es ist alles eingeübt. Wir haben eine Methode. Nicht wahr, Kater? Er bewegt sich. Hey! Bis Januar dieses Jahres war die private Haltung von Wildtieren erlaubt. Neuanschaffungen sind ab jetzt verboten. Da Cäsar und Alex schon seit 3 Jahren zusammenleben, darf die Katze bleiben. Sie gehört ohnehin schon längst zur Familie. Und wie mit jedem Verwandten gibt es auch zwischen den beiden gelegentlich Streit. Wenn Cäsar mal wieder seine kratzbürstige Seite zeigt. Laut Alex geht es in ihrer Beziehung auch darum, dem Tier seine Dominanz zu zeigen. Am besten mit einem Frontalangriff. Ich erkläre Ihnen, warum ich das so gemacht habe. Ich beiße ihm in die Nase. Das ist die Erziehungsmethode. Keine ausgeprägte Gewalt. Dem Tier tut das nicht weh, aber es ist ihm sehr unangenehm. Das nächste Fotoobjekt ist für einen Leoparden eigentlich die perfekte Beute. Ein kleines Mädchen. Dargeboten von den eigenen Eltern. Die 6-Jährige ist sichtlich verängstigt. Doch für den exotischen Schnappschuss beißt sie die Milchzähne zusammen. Anschließend wird noch die Leine im Foto wegretuschiert. Und fertig ist das bizarre Kunstwerk mit Kater. Mutter Olga ist heute übrigens nur eine von 4 angemeldeten Frauen plus Kindern.
Angst um ihren Nachwuchs hat sie offenbar nicht. Es ist ein tolles Erlebnis und eine Erinnerung fürs Leben. Deshalb habe ich meine Tochter hergebracht. Wer weiß, ob eine solche Gelegenheit je wiederkommt. Diese Chance sollte man nicht verpassen. Leoparden stehen auf der roten Liste der vom Aussterben gefährdeten Tierarten. Das weiß auch Fotografin Marina. Sie begleitet Alex seit einem Jahr auf seiner Tour durchs Land. Natürlich werden in Russland viele Wildtiere ausgebeutet. Vor allem junge und kleine Löwen- oder Tigerbabys, die man speziell für die Fotoshootings kauft. Sie werden oft nach 2-3 Monaten buchstäblich weggeworfen. Sie erfrieren einfach auf der Straße. Das Schicksal von Cäsar ist aber natürlich eine ganz andere Geschichte. Ortswechsel. Vor den Toren von St. Petersburg gibt es eine russlandweit einzigartige Auffangstation für ausgesetzte und verletzte Wildtiere. 19 Braunbären bilden hier eine Schicksalsgemeinschaft mit zahlreichen Lamas, Elchen oder Füchsen. Veles heißt die private Einrichtung. Besonders bekannt und beliebt ist eine der beiden Löwinnen, die 1,5-jährige Sima. Noch bis vor kurzem war ihr Zuhause die Einzimmerwohnung eines Bodybuilders. Jetzt kümmert sich Natalia um sie. Die Veterinärin wird nur die Löwenmutter genannt und ist die Einzige, die sich ins Gehege traut. Nun mach mal langsam. Zuerst reitest du auf meinem Rücken und dann ich auf deinem. Du dickes Ding. Geh weg, Sima. Du bist schwer. Jetzt führe ich, okay? Eigentlich ist Sima ein gefährliches Raubtier. Oh Mist, du hast meine Hand verletzt. Du musst vorsichtiger sein. Gib mir die Decke. Die Decke soll das Tier ablenken und beruhigen. Das funktioniert. Und nachtragend ist Natalia auch nicht. Ist nicht weiter schlimm. Ich lege einfach einen Verband an. Ist ja nicht zum ersten und wohl auch nicht zum letzten Mal passiert. Nur etwa 20.000 Löwen gibt es in freier Wildbahn. Dagegen boomt die private Haltung in den USA und in Russland. Wir haben sie dem Besitzer abgekauft, einem ehemaligen Teilnehmer der russischen Big Brother-Sendung. Er hat versucht, die Löwen für Fotoshootings zu nutzen, wusste aber nicht, wie man so ein Tier hält. Sima wurde krank, war in einem erbärmlichen Zustand. Mit 7 Monaten wuchs sie nur 25 Kilo. Sie hatte Probleme mit dem Wachstum. Als Folge gab es eine Unterentwicklung eines Fußes. Die Knochen am Gelenk wuchsen nicht. Jetzt wiegt sie mehr als 100 Kilo. Das ist aber immer noch zu wenig für ihr Alter. Im Januar 2019 war Sima als Löwenbaby von zu Hause ausgebüxt, lief herrenlos durch St. Petersburg. Auch in einem Supermarkt tauchte sie auf. Der Fall sorgte landesweit für Aufsehen. Der Chef der Auffangstation erinnert sich noch an die Hilferufe aus der Bevölkerung. Es gab viele Meldungen in den Medien, dass eine vernachlässigte Löwin im Hof eines Hochhauses herumläuft. Ein typischer Fall für uns. Ich habe herausgefunden, wem das Löwenbaby gehört, und da angerufen und verhandelt. Es war klar, dass wir das Tier freikaufen. Es gab keine besonderen Probleme, da der Mann es ohnehin loswerden wollte. Zuvor hatte Bodybuilder Alexander Wasjukowitsch versucht, mit dem jungen Löwenmädchen ordentlich Kasse zu machen. Anschaffungskosten rund 1.000 Euro. Dass das Kätzchen irgendwann groß wird, daran hat er nicht gedacht. Bei der Übergabe des Tieres präsentierte sich der Muskelprotz voller Selbstmitleid. Sie hat bei mir so gut wie alles zerstört, die Gardinen zerrissen und die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Irgendwann lebt die Löwin wie eine Königin und ich wie ein Sklave. Es stellt sich also die Frage, wer hier wen gequält hat. Ich wollte unbedingt so ein Tier haben, aber mit solchen Problemen habe ich nicht gerechnet. Ich rate dringend davon ab, einen Löwen in seiner Wohnung zu halten. Auch ich würde niemandem dazu raten, ein wildes Tier zu halten, geschweige denn einen Löwen. Mit der Verschärfung der Gesetze müssen Löwen in privater Haltung bestimmte Auslaufflächen haben. Nur kontrollieren tut es keiner. Elsa, komm her. Da ist unsere Elsa. Und hier ist unsere Bärin Dascha mit dem kaputten Auge. Da kommt ja unser Mädchen. Elsa.
Elsa wurde aus dem Frachtraum eines Flugzeugs gerettet. Sie sollte ein Geschenk für einen Geschäftsmann sein. Nebenan leben mehrere Braunbären. Während wir filmen, macht einer seinem Ruf als Raubtier alle Ehre. Er hat meinen Fuß gepackt. Ich konnte mich gerade noch retten. Dann macht sich auch die Löwin an uns zu schaffen. Wildkatzen sind eben keine Kuscheltiere. Glücklicherweise war die Jacke dick genug. Sonst wäre es nicht bei dem kleinen Riss geblieben. Schon jetzt ist die Auffangstation proppenvoll mit Tieren, die eigentlich nicht hierher gehören. Und nichts deutet darauf hin, dass es in Zukunft weniger werden. Die Zooshow in St. Petersburg, die größte Tiermesse Europas. Unter den 7000 lebenden Exponaten stammt ein großer Teil aus der Wildnis. In Zeiten von Corona ein befremdlicher Anblick. Dass sich unter den Exoten auch Virenträger befinden könnten, schreckt hier niemanden. Für die Besucher zählt nur die Instagram-Tauglichkeit der Tiere. Mitya ist ein sehr wohlerzogener Waschbär. In Liebe und Fürsorge aufgewachsen. Es gibt keinen vergleichbaren. Menschen schlangen auch bei der Schneeeule. Sie steht ebenfalls auf der Liste gefährdeter Tierarten. Beim Publikum ist der Bubo scandiacus gerade deshalb besonders beliebt. Sie ist so weich. Weich formuliert sind auch die Gesetze. Manche der hier ausgestellten Arten sind zwar in ihren Herkunftsländern geschützt, in Russland und Europa aber frei verkäuflich. Diese Frau hat sich der Aufzucht von Schnecken verschrieben. Eigentlich stammen sie aus Afrika. Jetzt gehen sie hier für 40 Euro über den Tisch. Wir sind eine Zuchtfarm für afrikanische und kubanische Schnecken. Wir haben 26 Sorten und mehr als 700 Schnecken. Meine Tochter ist die größte Züchterin Russlands. Hier stellen wir 9 verschiedene Rassen aus. Ein paar Schritte weiter, ein Kaiman mit zugeklebtem Maul, bekannt für sein bissiges Verhalten. Der lukrative Handel mit dem Reptil, angeblich ein Akt des Tierschutzes. Man kauft diese Tiere, um sie zu züchten. Es ist sehr spannend. Man muss die Zusammenhänge betrachten. Die Natur verliert immer mehr Tierarten. In privaten Haushalten gibt es dagegen mittlerweile mehr seltene Tiere als in der freien Natur. Das ist also eine gute Methode, um die Tiere vor dem Aussterben zu retten. Und ganz nebenbei verdient der Mini-Alligator auch ein kleines Zubrot für seinen Besitzer. Ein Foto mit ihm kostet 1,50 Euro. Auch hier hat man Erfahrung mit der Domestizierung eines Wildtieres. Anastasia Tschernega macht heute einen Spaziergang mit ihrem Luchs. Die beiden wollen eine Freundin besuchen, die gerade Mutter geworden ist. Die Katze mit dem markanten Haarpinsel soll mit dem 3 Monate alten Baby bekannt gemacht werden. Mein Kind soll auf jeden Fall mit Tieren aufwachsen. Und da meine Freundin diesen Luchs hat, werden wir uns jetzt häufiger besuchen. Das ist doch total praktisch. Experiment beendet. Und nachdem das Versuchskaninchen ins Bett muss, geht Lux Freya auf Entdeckungstour durchs Wohnzimmer. Das natürliche Streifgebiet eines Luchses in freier Wildbahn beträgt bis zu 250 Quadratkilometer. Hier muss er sich mit wenigen Quadratmetern zufrieden geben. Das kann nicht gut gehen. Ihren fälligen Mitbewohner hat die Freundin bei einer Zuchtfarm gekauft. Natürlich mit den besten Absichten. Jetzt haben wir also eine Katze dank der Zuchtfarm. Wir würden ja nicht in den Wald gehen und dort ein wildes Tier fangen. Hätte man nicht die Möglichkeit, so ein Tier zu kaufen und würde sich niemand für den Luchs interessieren, dann würde es tragisch enden. Sie würde zum Pelzmantel verarbeitet. Jetzt ist der Luchs so etwas wie ein lebender Pelzmantel. Denn Anastasia zeigt das Tier genauso gerne her wie ihre schicken Klamotten. Ihre Instagram-Seite gespickt mit Frauchen plus Kater. Auch mit anderen Tieren kennt sie sich aus.
Das Billigste ist ein Löwe, im Ernst. Er braucht sehr teures Futter und ist schwer zu halten. Er vermehrt sich schnell und ist auch gar nicht selten, braucht aber viel Fleisch, 4 bis 5 Kilo am Tag. Versuch mal, so viel aufzutreiben. Die teuerste Wildkatze ist der Gepard. Der ist schwer zu fangen und noch schwerer zu importieren. In der mittleren Preiskategorie liegen Pumas und Leoparden, obwohl es heutzutage zu viele Pumas gibt. Die Wildkatzen wie Serval und Caracal sind sehr teuer. Sie sind klein und sehr niedlich. Fast zufällig entdecken wir dann noch ein besonders teures Tier in der Wohnung, einen Katar aus Madagaskar. Anschaffungskosten rund 3.000 Euro. Er zählt zu den bedrohten Tierarten und lebt eigentlich in größeren Gruppen. Woher sie das Tier haben, wollen uns die Frauen nicht verraten. 2 Autostunden von Moskau entfernt, im verschlafenen Dorf Wasiljowa, tobt sprichwörtlich der Bär. Noch hält sich Vasya zwar dezent im Hintergrund, aber wenn seine Besitzerin mit Leckereien aus der Hauptstadt vorfährt, kommt Bewegung in den Riesen. Weintrauben, Datteln, Lebkuchen, alles, was das Herz des Gefangenen höher schlagen lässt. Vor 2 Jahren hat Vija Lisicina das Tier per Anzeige gekauft. Gib Pfötchen, hab keine Angst. Gut so. Vija hat ein abgelegenes Grundstück für seine Unterbringung erworben und alles auf die neue Einnahmequelle Bär gesetzt. Ich hoffe auf die Entwicklung seines YouTube-Kanals und dass wir dann Geld verdienen können. Wir geben uns in dieser Hinsicht viel Mühe. Bisher helfen uns auch Besucher, die mit den Bären kommunizieren wollen. Wir sagen den Touristen immer klipp und klar, dass das hier kein Zirkus oder Zoo ist. Aber sie unterstützen uns mit ihren Spenden. Ihr Ehemann demonstriert schon mal, was auf dem neuen YouTube-Kanal zu sehen sein wird. Eine Art Ringkampf mit Braunbär. Angeblich ganz ungefährlich. Nun, wenn er mich ernsthaft angreifen würde, wäre unser Kampf längst zu Ende. Und das zu seinen Gunsten. 2-mal am Tag für je 2 Stunden geht das so. Das Tier brauche Beschäftigung, damit keine Aggressionen entstehen, so die Erklärung des neuen Besitzers. Noch sind die Kräfteverhältnisse klar. Solange der Bär nicht geschlechtsreif ist, ist der Mensch im Ring der Chef. Zu wild sollte man es mit Meister Petz aber nicht treiben. Mit einem solchen Griff kann ich ihn überwältigen. 3-mal hintereinander darf man es allerdings nicht machen. Ich möchte ihn schließlich nicht provozieren. Ich lasse jetzt lieber locker. Eine kleine Touristengruppe auf der Durchreise nutzt die Gunst der Stunde und macht Schnappschüsse. Schließlich ist der Bär das russische Nationalsymbol. Rund 900 Euro hat Bär Vasya gekostet. Für Haltung und Verpflegung gehen noch mal 500 Euro drauf. Ein teures Investment. In unserer verrückten Welt ist es schwer, sich von anderen abzuheben. Aber wenn du so einen tierischen Freund hast, unterscheidest du dich schon von anderen Menschen, oder? Warum ist Ihnen das so wichtig? Nun, vielleicht, weil wir beide männlichen Geschlechts sind. So wie Vasya will auch ich konkurrieren. Schneller, größer und stärker als die anderen sein. Der Bär im Mann oder umgekehrt. Jetzt muss die Rechnung mit dem eigenen YouTube-Kanal nur noch hinhauen. Wenn die Ringkämpfe bei den Zuschauern nicht so recht ankommen, hat die Familie natürlich schon einen Plan B. Nimm den Topf. Lass uns üben, wie wir vor der U-Bahn-Station betteln werden. Nimm den Topf ordentlich in die Hände. So bekommst du nie was. Halte den Topf ganz normal. Nein, so kann ich doch nichts einwerfen. Vasya, mach es so gut du kannst. So kann ich den Topf nicht treffen. Aber so. Ja, genau so musst du da sitzen und singen. In Gottes Namen gib ein bisschen Almosen. Goldrubel bitte. Ein Bär als Bettler.
Bitterer könnte auch ein Hundeleben nicht sein.